Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part in Let's Play Dead Space 1. Ja, wir sind immer noch in Kapitel 5. Und wir haben im letzten Part einen unbesiegbaren Gegner getroffen, der uns hoffentlich nicht noch einmal aufsuchen wird. Wir sollen Folgendes jetzt machen. Gift herstellen. Ich muss jetzt mit der DNS und Kendras Gemisch wieder zurück zum Chemielabor und dort das Gift herstellen. Und das finden wir da, genau. Wie sieht es denn im Inventar aus? Munition, ja, ja, Live-Dinge auch. Credits sind fast gar nicht mehr vorhanden. Gibt es hier noch irgendwas, was ihr aufsammeln könnte? Irgendwie nein. Ja, erstmal vielen Dank an allen Leuten, die das Let's Play anschauen. Fühlt euch alle gegrüßt. Freut mich, dass ihr dieses Let's Play so schön anguckt. Es lohnt sich. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin am Ball. Und ja, ihr werdet auf jeden Fall auch Teil 2 und 3 sehen. Plus den DLC von Teil 3. Eventuell schaffe ich es tatsächlich sogar noch Teil 2, da den DLC auch noch zu kaufen. Ich habe da eine Information von jemandem bekommen, wie das eventuell doch auch in Deutschland möglich ist. Aber das muss ich mal sehen. Vorher muss ich erstmal Teil 2 überhaupt kaufen. Ja, kaum zu glauben. Ich habe Teil 2 noch gar nicht. Ich habe es beim Kollegen durchgespielt, Teil 2. Aber selbst besitze ich Teil 2 noch nicht. Ich besitze echt nur Teil 1 und Teil 3. Plus den DLC von Teil 3. Kaum zu glauben, ja. Aber nun gut, was soll man machen, ne, wenn man... Ach du Scheiße! Boah, Alter, ey. Schreck mich noch einmal, du kriegst auf die Nase, ey. Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an lief die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Ja, der Name Leviathan taucht ja in sehr vielen Videospielen, Sagen und Geschichten auf. Ich hoffe, dass wir in diesem Spiel nicht wirklich auf eine riesige Kreatur namens Leviathan stoßen, weil wenn es das ist, wie sie in vielen Sagen und Mythologien wiedergespiegelt wird, dann haben wir verschissen. Das kann man so mal sagen, ja. So, wir haben einen Knoten, das bedeutet, wir können den ruhig mal ausgeben. Aber ich guck noch mal kurz hier rein. Gibt's denn hier vielleicht was Neues, weil... es kann ja sein... Was, es kann sein? Es ist halt so, wenn man alte Gebiete via Backtracking nochmal besucht, dass halt dann verschlossene Truhen oder Safes nun offen sind. Damit halt eben halt da nochmal gewährleistet ist, dass man da nochmal was findet. Finde ich cool gemacht. Denn, ja, in diesem Fall ist der Backtracking echt cool gemacht in diesem Spiel, denn es gibt Spiele, da ist Backtracking tatsächlich so ekelhaft inszeniert, dass man ohne Story durch Backtracking zurückgeschickt wird, nur mal, damit man halt die Sachen da holen kann, die es da gibt. Da, ich mag halt lieber Backtracking, wenn das über die Story erzählt wird, dass man tatsächlich glaubwürdig so wie hier nochmal an alte Gebiete vorbeilaufen muss. Das mag ich dann so eher, muss ich ehrlich sagen. So, bisher ist der Weg ja eindeutig. Ich gehe jetzt mal nicht da lang, sondern hier erstmal. Lastenaufzug. Ja. Nutze ich doch mal den Lastenaufzug erstmal. Weiß gar nicht, ob wir schon mal hier gewesen sind auf dieser Etage. Der hat auch schon mal bessere Tage. Alter, hab ich mich erschrocken. Sausack. Okay. Wir sollen nicht hier hin, aber ich guck mal kurz, ob wir schon hier waren. Ach, hier sind wir. Ja. Wisst ihr was? Dann, wenn wir schon mal hier sind, kann ich ja mal speichern, ne?
So. Dann gucken wir mal, was auf uns noch zukommen wird hier. Sollen wir das Gift herstellen? Ja, genau so. Den machen wir das mal, ne? Huch! Oh, gehen wir da durch, danke. Hier stürzt irgendwas ein. Ah nein, nicht hier wieder. Ah nein. Wenn jetzt da der nächste rauskommt, wenn ich dran bin, ne? Ey, dann bin ich sauer. Dann haben wir zwei unsterbliche, unbesiegbare Mistviecher am Arsch kleben. Nicht gut. Komponentenmischen, bitte. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Finale Mischung beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Die Giftkapsel. Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, Ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Nee, er muss jetzt hier durch. Okay. Ich hätte echt schwören können, dass der jetzt auch noch da rauskommt. Aus dem, Gewächsglas oder was das ist. So, da kann man nochmal speichern. Dann gehe ich erstmal hier lang. Hier habe ich doch nochmal, genau, von der anderen Seite gesehen, dass es hier noch was gibt. Kohle? Ja, Muni, die ich nicht brauche, aber die kann ich zu Kohle machen. Und das brauche ich wieder dringend, weil ich habe wieder keine. Oder, ja, fast keine mehr. Was gibt's denn hier? Naja, ich brauche nicht diese Muni. Ja, Geld, ja. Kriegen wir ein bisschen hier Plasma-Muni? Oh, Geld. Ich brauche Plasma-Muni, nicht Stase oder so. Oh, Leute. Weißt du, ich kriege hier zigtausend andere Munitionsarten, obwohl ich nur einen Plasma-Cutter nutze. Und statt mir mal hier Plasma-Cutter-Munition zu geben, was soll denn das? Wozu nehme ich denn nur eine einzige Waffe? Gerade damit ich dafür die Munition extra finde. Rest liegt irgendwas. Wartet mal. Ach komm. Krieg ich das Ding nicht so? Bevor ich durchgehe? Leider halt nicht. Vielleicht werden Sie jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Wird fortgesetzt werden. Ich, Dr. James Mercer, werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren und ich werde ihre göttliche Pracht auf dem ganzen Planeten verbreiten. Ich überlasse Sie jetzt. Fügen Sie sich dem Unausweichlichen. Ja? Oh Gott, das ist... Gott, ah! So, Leute, bitte. Moment mal kurz. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss nur eben überlegen, wie. Ach, lass. Hallo. So, einmal bitte hier. Danke. Oh, lass mich mal durch hier. Mach auf. Moment mal. Frierphase erfolgreich beendet. Patient wird transportiert. Ja. So einfach wie das. Hoffentlich war das das Letzte, was Sie von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit.
kommt. So, und die kümmere ich mich nur schnell. Noch jemand? So, und der muss auch noch hinten sein. Ja, Lieben, das war unser erster Bosskampf. Tja, nach fast 5 Kapiteln kam der erste Bosskampf. Und Leute, das war einer der ersten, der einfachsten Bosskämpfe im Gesamtspiel. Ich glaube, so einfach wird der nächste Bosskampf nicht mehr sein. Ja, das ging schnell. Ich musste eben erstmal gucken, wo der Schalter war, damit ich den nochmal anmachen kann. Ich wusste das echt nicht mehr. Die Kryokammer. Schade, ich kann ihn nicht mehr anmachen. Aber ich nutze mal ein Health Pack. Ich sehe gerade, ich bin angeschlagen. Hier. Mal das mal so. So, ich habe das Spiel eben nochmal synchron gemacht. Ihr wisst ja, ab 10 Minuten passiert es. Oh, cool, cool. Dass Fraps asynchron wird. Kurze Erklärung für Leute, die es noch nicht wissen. Ich habe das in einigen Let's Plays mal schon gesagt, aber kann ja sein, dass einige die nicht gucken. Also, es kann halt sein, dass immer mal vielleicht ein paar Sekunden oder Minuten, je nachdem, ob ich es halt vergesse oder nicht, meine Videos asynchron werden. So, das liegt daran, dass das Programm Fraps schon seit einigen Jahren nicht mehr geupdatet wird vom Entwickler. Ja, ich besitze die legale Version, die automatisch geupdatet wird. Und alle Spiele, die rauskamen, wo das Programm nicht mehr geupdatet wurde zu dem Zeitpunkt, die werden so ab 9-10 Minuten asynchron. Cool, cool, ne? Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es liegt halt nicht an meinem PC, sondern wirklich an dem Programm Fraps. Klar, könnte ich ein anderes Programm nehmen, aber Leute, ich habe ja keine 300 Euro, um mir zum Beispiel Camtasia zu holen. Wollte ich nur mal so erwähnen. Und so andere kostenlose Alternativen gibt es nicht so die wirklich geilen. Und, naja. Ist ja nicht so schlimm. Einfach mal öfter halt die Aufnahme neu starten. Ihr verpasst rein gar nichts. Paar Millisekunden, in der ich nicht weiterspiele. Von daher, alles okay. So, damit haben wir Aufgabe erfüllt. Gleichzeitig auch Kapitel 5, tödliche Hingabe, abgeschlossen. Und damit können wir speichern. So, möchten Sie speichern? Gerne. Folglich können wir jetzt Kapitel 6, Gefahr für die Umwelt, schon in diesem Part beginnen. Ist das nicht cool? Auf jeden Fall. Die Hydrostation. Jetzt. Ich glaube, die war, hatten wir, die besuchen wir jetzt zum ersten Mal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aufgabe hinzugefügt. Na, mal schauen, was wir haben. Audiolog? Nein, hier waren wir noch nicht. Logbuch der Hydrostation, Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Ah, okay. Ja. Soll ich da rein? Nee, dann passiert bestimmt was, oder? Oh, Massengrab oder was? Ich geh erstmal. Okay, sieht hier appetitlich aus hier. Ah. Munition, sehr wichtig, mal die richtige Munition auch.
Alien-Scheiße. Oder so. Ja, ich gehe mal schnell weiter. Ach Gott, nein! Ah. Nein, nein! Ah. Ich hasse diese Mistviecher. Bah, grausiges Zeugs aus der Hölle. Ah, ich hasse diese Dreckskrütze. Ah. Aber ich kann sie auch nicht so gut bekämpfen, ey. Gerade im Nahkampf sind die scheiße. Ich will auch keine Munition an die Mistviecher verschwenden. Dann Abfahrt. Ja, wir haben fast die Hälfte geschafft, ne? Das Spiel hat 12 Kapitel. Wir sind jetzt im 6. Das heißt, wir kommen gut voran. Aha. Hier ist also der Garten. Hey! Was? Moment, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Was gibt's hier? Energielaserkanone. Ach, weißt du, heute mal nicht. Wozu auch? Ich brauche hier die Waffe. Bewässerungsphase eingeleitet. Alter, du dämliches Arschgesicht. Ich wollte mir doch nur die Tomaten angucken. seid ihr wach? Daran konnte ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Scheiße, ich wollte doch nur die Tomaten ansehen. Mein armes Herz. Du lebst noch. Isaac, ach, wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, Sie sind es, die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager. Aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Was? Aufgabe inaktiv? Hä? Okay, Moment mal. Ja, da wir jeder Einzige sind, der hier einen Helm haben, müssen wir natürlich wohl hier die meisten Aufgaben absolvieren. Er scheint wohl bald zu sterben, so wie er verseucht ist. Wieso Aufgabe inaktiv, bitte mal? Frage. Die Leviathan vergiften. Ach so, okay. Ich kann das Gift über das Filtersystem der Speisekammer einschleusen. Das sollte da drin alles abtöten, was lebendig ist oder war. Und neue Aufgabe, Giftkapseln zerstören. 0 von 8. Hammond meint, die Necromorphs haben einen Teil der Crew in sowas wie Giftkapseln verwandelt, die jetzt die Luft kontaminieren. Ich muss sie finden und zerstören. Ja, das, wird spannend. So, nochmal alles
synchron gemacht, indem ich kurz die Aufnahme neu stoppte, neu startete. Neu stoppte, ja, klar. Warten Deutsch. Na gut. Öffnen. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Lufteinheit. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Okidoki. Vorher? Ich würde schon sagen, ist da nichts drin oder was? Gut, dann erstmal jetzt Job. Neues Objekt. Aktualisiert. Energiekanone. Laserkanone. Achso. Ja, okay. Neuen Anzug gibt's noch nicht. So, was verkaufen wir denn mal? Das brauche ich nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Ja, das sowieso nicht. Kann auch weg. Noch irgendwas? Nö. Gut, ja. Soweit alles gut. Dann bedeutet das, dass ich mir das hier noch holen kann, hier. Nimm mit. Eben hier verkaufen. So, ja komm, lass mich mal ran hier. Bares ist es immer, ne? Was man hier findet, irgendwie. So, da sollen wir zuerst hin. Dann geht es mir hier. So, speichern erstmal. Kapitel 6, Gefahr für die Umwelt. Hallo, lass mich hier raus. Da darf ich nicht lang. Und da ich da lang soll, gehe ich erstmal hier lang. Noch mehr dieser Wucherung, na lecker. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammett noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Das wissen wir noch nicht, ne? Vielleicht tut er es nicht. Die Wucherung. Bericht aus dem Crew-Labor von Professor Jägerwald H. an Dr. Cross E. Elizabeth, sicherlich wissen Sie bereits von den organischen Wucherungen, die an einigen Teilen des Schiffes aufgetreten sind. Ich habe die Substanz untersucht und dachte, die Ergebnisse könnten Sie interessieren. Die Zellen ähneln am ersten, was, denen von Bakterien mit viralem Verhalten. Wie bei Bakterien infiziert der Organismus andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und reproduziert sich durch Agamogonie. Erstaunlich hierbei ist die Geschwindigkeit, mit der die Substanz wächst. Ein einzelnes Bakterium reproduziert sich in nur einer Minute bis zu 20 Mal. Etwas Vergleichbares ist mir noch nicht untergekommen. Ich würde meinen Ruf nicht darauf verwetten, aber ich möchte meinen, dass wir es hier mit einer echten außerirdischen Lebensform zu tun haben. Professor Hawley glaubt, es könnte ein Habitatstransformer sein. Die Mengen an Gasausdünstungen sind enorm. Warum es auch so übel riecht. Aber welchem Zweck es dienen könnte, wissen wir einfach immer noch nicht. Ich werde Sie auf den Laufenden halten. Heinrich. Ja. Interessant. Ich hoffe, wir müssen nicht gegen irgendwie noch was Größeres kämpfen. Oh, fuck. Oh Gott, das Ding schießt. Oho. Soll der echt nicht lang? Ich hoffe nur, dass da optional ist und nicht da eigentlich jetzt irgendwie dann geht, wo ich nicht hin will. Egal. Ich geh jetzt mal an. Geh mal durch. Hallo, geh da durch. So. Werkbank.
Mach mal. Wenn wir es finden, kann man es nutzen. So, können wir hier irgendwo gerade... Nein. Da. Auch nichts bekommen. Das ist schon fertig. Hier bekommen wir auch gerade nichts mehr. Ah, wo wir gerade schon mal hier drin sind, kommen wir dann hier. So, das nächste bekommen wir dann wahrscheinlich den Dauer dann. So, na dann, jetzt geht's spannend wieder los. Hallo? So. Ja, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Man muss ihn nur ein bisschen quälen. So, wenn es zu sterben. Danke. Mann, ist das gesorgs eklig. So, was gibt's hier? Oh Gott! Lecker! Meine Fresse, ey. Erschreckt mich doch nicht direkt so. Okay, ja. Das könnten wir dann wohl später öffnen. Wie vorhin erklärt. Super. Und ich habe gerade Energieknoten eingesetzt. Toll. Halten wir fest, wenn wir das nächste Mal wohl hier vorbeilaufen. Warte mal, hier war doch noch was. Ah. Aufzug, ja, fahr mal. Es tut zwar weh, dass ich da jetzt nicht reinkomme, aber ich halte mir das einfach für das nächste Mal fest, wenn wir hier vorbeilaufen. Dass der Weg so lang ist und wir trotzdem nicht hierhin sollen. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Aha. Heißt das jetzt, ich habe was falsch gemacht, weil ich ins Zielland gehe oder was? Okay. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Machst du Witze? Fuck you! Wow! Schön auf Glück, wie ich den Energieknoten einsetzen. Geil. Oh. Gucken wir mal. Oha. Bevor ich da in den, keine Ahnung, Dingsens gehe. Boah, wer hat denn da so ein Asthma, bitte? Okay, das ist wahrscheinlich so ein Giftcontainer. Mit sehr starkem Asthma. Bevor ich da lang gehe. Ah, hier ist noch was. Ich
gehe hier noch in keine Tür rein. Ich will erstmal hier alles außerhalb hier erkunden. Spritzt denn hier rum? Ja, cool, ist immer gut. Ah, die Munition zumindest im Verkauf. Okay, dann geht's dann wohl hier lang.